Wer hat behauptet, ein Kirby wäre genug? Niemand. Und deswegen gibt es jetzt Kirby Mass Attack für die Nintendo DS. Und meine Aufgabe ist es heute, euch ein wenig durch die wunderbare Welt von den vielen kleinen Kirbys zu führen und euch zu erklären, warum dieses Spiel eigentlich so verdammt gut ist. Die Story von Kirby Mass Attack ist an und für sich schnell erklärt. Kam doch eines Tages der Bösewicht Nekrodius auf dem Planeten Pop, auf dem Kirby und seine Freunde leben, und griff diesen an. Kirby eilte natürlich zur Rettung des Planeten, wurde aber durch den übermächtigen Nekrodius in viele, viele kleine Teile seiner selbst und seinem Herzen zersplittert, und die beiden mussten zunächst einen taktischen Rückzug antreten, um dann gemeinsam in diesem Spiel dann gegen Nekrodius zu kämpfen und ihn zu besiegen. Ihr beginnt das Spiel nun mit dem Leitstern und eurem letzten verbliebenen kleinen Mini-Kirby und startet auf der ersten Welt. Ganz klassisch bewegt ihr euch auf einer Weltkarte von Level zu Level, packt diesen Levelabschnitt, müsst unter Umständen Levelbosse besiegen oder gewisse Rätsel schaffen, um dann in die nächste Spielwelt zu gelangen. Nun spielt sich Kirby Mass Attack ausschließlich mit dem Stylus, und ich will euch jetzt mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. In der Einleitung wurde ja schon erwähnt, dass der hier im Bildschirm gezeigte Stern das Herz Kirbys darstellt und ihr diesen als Cursor verwendet, um die einzelnen oder späteren vielen Kirbys zu steuern. Ihr könnt dadurch einfach pointen, wo sie hingehen, einen Doppelpoint, um sie dorthin rennen zu lassen. Wenn ihr den Stift gedrückt haltet, können sich die, also entweder Kirby oder die vielen Kirbys, daran festhalten, und ihr könnt eine Linie ziehen, um sie durch schwierige Passagen zu leiten oder an bestimmte Stellen einfach hinfliegen zu lassen. Ihr startet auf jeder Weltkarte mit einem einzelnen Kirby, und eure allererste Aufgabe ist es natürlich, möglichst viele Früchte oder Megatomaten einzusammeln, um dann pro 100 Fruchtpunkte, die man einsammelt, einen weiteren Kirby zu erhalten. Und eine richtige Gruppe an Kirbys anzusammeln, die dann gemeinsam stark gegen spezielle Gegner wirken können oder einfach Schalter betätigen können und einfach mehr Power haben, um gegen sowas wie eine Rübe, die dann eben besonders viel Kraft braucht, um sie rauszuziehen. Da wird aber auch dann speziell immer angegeben, wie viele Kirbys man braucht, um dann eben so leichte Rätsel oder sowas zu packen. Eure kleinen Kirbys sind natürlich nicht unsterblich, sondern nehmen auch Schaden. Sie können einen Schaden wegstecken, werden dann blau, und wenn sie einen weiteren Schaden einstecken, gehen sie K.O. und fliegen als kleine Engel-Kirbys gen Himmel, und ihr habt die Möglichkeit, diese wieder mit euren anderen Kirbys noch einzufangen, um diese dann in diesen Blau-Betäubt-Status wieder zu holen. Und an so gewissen Checkpoints, das sind so Ringe, könnt ihr durchspringen, und jeder blaue Kirby wird dann zu einem normalen Kirby wiederhergestellt. Solltet ihr das Limit von 10 Kirbys erreicht haben, bekommt ihr pro 100 Fruchtpunkte, die ihr einsammelt, einen Punktebonus von 10.000 Punkten. Das ganze Spiel ist natürlich auch ein bisschen Highscore-lastig, sodass man sich vergleichen kann. Und darüber hinaus gibt es Nintendo-typisch mittlerweile sammelbare Gegenstände, oder in dem Sinne eigentlich nur einsammelbaren Gegenstand, und das sind Medaillen, die über das Level hinweg verteilt sind und auch teilweise versteckt sind. Und diese Medaillen sind nicht nur da, um zu sagen, hey, ich habe alles gesammelt, sondern sie schalten auch coole Sachen frei, die mich total überrascht haben, und dazu kommen wir dann gegen Ende des Videos. Das japanische Entwicklerstudio Hall Laboratory ist natürlich für die meisten der Kirby-Titel verantwortlich gewesen, aber auch für so klasse Titel wie das SimCity auf dem SNES, und da ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass das Spiel schon mal an sich gut gemacht ist und dass es bei den einfachen spielischen Mechaniken nicht bleibt, sondern dass man auch gewisse Twists und Wendungen mit einbaut und andere Verwendungszwecke für die Spielmechaniken der vielen kleinen Kirbys verwendet. Wie jetzt hier zum Beispiel, dass ihr ein Luftballonschiff
oder einen Heißballonkorb mit Hilfe der Kirbys steuern müsst, indem ihr sie eben nach links oder rechts das Gleichgewicht der Ballons verändert und dadurch durch das Level steuert, was ziemlich cool gemacht ist. Unten sieht man das Ganze klein quasi im Mini-Bereich und das Ganze oben im Makro in der Übersicht, was auch so ein cooles Gefühl für Größenverhältnisse gibt. Der Spielumfang ist mit den etlichen Welten und den darin enthaltenen Leveln extrem groß. Dazu kommt noch die vielen Boni, die ich euch noch zeigen werde. Also ist für extrem viele Spielstunden und Spielspaß gesorgt. Darüber hinaus ist der Soundtrack, also die Musikstücke und die Soundeffekte, überaus herzig und wirklich liebevoll und toll gestaltet. Man kann den Soundtrack einfach sich schön anhören. Das ist nicht zu sehr gedudel und hängt auch nicht im Loop fest. Da wurde extrem viel Zeit verwendet, auch viele Stücke zu komponieren. Und die Animation der Gegner und Kirbys ist auch super lieb und detailreich gestaltet. So zum Beispiel, wenn die Kirbys nach einer Weile, ja, wenn man nichts tut, fangen sie an zu eideln und dann da rumzudösen. Also da hat man sehr viel Detailliebe einfließen lassen in das Spiel und das zeigt sich dann auch im Spiel selber wieder und da wird der Spieler damit auch auf jeden Fall belohnt. Kommen wir zum letzten und überraschendsten Teil von Kirby Mass Attack, und zwar den Boni und Auszeichnungen. Die Auszeichnungen sind so Mini-Achievements, die man im Spiel sammeln kann, für die man einfach zeigen kann, jetzt aber nicht weiter von großer Bedeutung sind. Viel cooler und wichtiger sind die Boni und Minispiele, die man freischaltet, indem man eine bestimmte Anzahl an Medaillen eingesammelt hat und den Anfang macht das Kirby Brawl Ball, das einfach ein Pinball ist. Der aber überraschend verdammt cool ist. Ich habe den das erste Mal, also nachdem ich ihn freigeschaltet habe, habe ich ihn doch glatt mal 2 Stunden gespielt und mich einfach in einem Highscore versucht. Da habe ich mich richtig wunderbar an die alten Pinball-Zeiten mit dem Krokodil-Pinball auf dem Gameboy erinnert. Das macht extrem viel Spaß und kann für extrem viel Kurzweil sorgen und euch doch für lange Zeit auch vom eigentlichen Spiel ablenken. Nachdem mich der Pinball schon so überrascht hatte, war ich noch viel mehr überrascht, nachdem ich das Minispiel Strato Patrol EOS freigeschaltet habe. Eines der 14 Minispiele, die man freischalten kann. Es ist ein Top-Down-Shooter, der aber einen sehr lustigen Twist hat. Die Kirbys, oder man startet halt mit einem Kirby, schießen automatisch und man steuert sie einfach mit dem Stylus über die Karte hinweg. Und man tut der Thematik ähnlich des Hauptspiels mehrere Kirbys freischalten, also bis zu 10 Stück, und die reihen sich dann an den anderen Kirby an und bilden eine schöne Schlange. Und darüber hinaus kann man noch Power-Ups sammeln und man hat Bomben, also ein richtig, ja, also man kann nicht sagen kompletter Shooter, aber schon im Kern ein richtiger Top-Down-Schmapp.
Was doch total überraschend ist, wenn man denkt, okay, man hat jetzt Kirby Mass Attack geholt und ist da plötzlich so ein verdammt cooler Map einfach nochmal mit drin. Da habe ich auch extrem viel Zeit drin versenkt, bin aber noch nicht ganz durch. Die ersten Level sind relativ einfach und nehmen dann aber im Schwierigkeitsgrad zu, aber es macht halt irgendwie Spaß. Dieser Twist mit diesen vielen Kirbys, dass man sie so steuern kann und sein Schussbild selber gestalten kann durch die Positionierung der Kirbys, ist extrem cool. Und da würde ich mir sogar ein eigenständiges Spiel, was jetzt nicht unbedingt vielleicht mit Kirby zu tun hat, aber was diese Mechanik nutzt auf dem DS. Weil da kann man doch bestimmt extrem viel coole Sachen mitmachen. Ich hoffe jetzt mal stark, dass ich euch den Mund wässrig gemacht habe und dass ihr euch Kirby Mass Attack für den DS ja doch jetzt in die nächste Mal holen wollt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Für die, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Euro, die das Spiel kostet, kriegt man noch allerhand geboten für die heimische Konsole. Und da man auf dem 3DS noch etwas spärlich versehen ist mit guter Spielesoftware, kann man auch auf gute DS-Klassiker, die ja jetzt heutzutage auch noch erscheinen, oder was ist Klassiker, auf gute DS-Spiele, die heute noch erscheinen, zurückgreifen, da die auf dem 3DS ja abspielbar sind. Und wenn ihr noch einen normalen DS habt, umso besser. Das sieht das Spiel nämlich dann meiner Meinung nach immer noch ein bisschen besser aus. Ich spiele es ja auf dem DSi XL, da macht es mir extrem viel Spaß. Ich werde noch eine ganze Weile Spaß mit diesem Spiel haben. Und die rosa Knutschkugel, von der kann man sowieso nicht genug kriegen. Jetzt im November kriegen wir noch einen Wii-Titel noch präsentiert. Da können wir uns auch drauf freuen. Und wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, es hat noch niemand behauptet, es gibt genug Kirbys, also mehr davon. Das war ein kleines Video zu Kirby Mass Attack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns auf YouTube, kommt auf unsere Seite, besucht uns im Forum, wie auch immer, unterstützt uns, wir sind für euch da, ihr seid für uns da, indem ihr uns unsere Videos anguckt. Und ich halte jetzt mal wieder meine Klappe und lasse dieses Video mit dem Rest des Levels ausklingen. Dankeschön, ciao!